Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so weit zurück sollen, müssen, dürfen. Aber hier ist ja jetzt schon der Punkt, wo wir nicht mehr zurückkommen. Hä? Was ist denn das da? War das? Ach nee, das war die Nische, wo wir uns versteckt haben, ne? Ja. Aber ich weiß. Das da? Warum sieht der anders aus? Weiß nicht. Eine Leiter oder so? Nee. Hä? Müssen irgendwie das Tor runterlassen. Ist hier drin ein Knopf in dem Container? Nein, sieht nicht danach aus. Wenn wir das letzte Mal gespeichert haben, schon wieder vergessen. Denn das da? Da bloß eine Lampe. Hä? Ja, kann man nur so doof sein. Huch, wo kommst denn du her? Du solltest aber ja nicht sein. Ja, triff halt noch mehr. Wir haben hier gespeichert, können wir dann ein bisschen Leben sparen. Wir zu weit weg? Was soll das denn? Ich wollte die Animation sehen. Hey, wer erschießt uns denn? Hä? Versteht er? Wer macht denn hier so einen Schaden? Irgendwo einer? Nein.
Ach, komm nur, komm schon. Na, wieder von hier. Oh mein Gott. Irgendeiner brüllt hier stehen bleiben. Aber wo ist der? Und tschüss, Kollege. Ja, da guckst du blöder. So, speichern. Ganz schnell. Und hier oben nicht irgendwo einer rumhockt. Dann. Er stirbt doch. Oh, warum sterben die manchmal so ewig nicht, ey? Das nervt mich immer ein bisschen, dass sie so ewig nicht sterben. Manche, die fallen beim ersten Schuss um. Und da gibt es wieder welche, die brauchen vier. Nee, 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 nee. Hier hat man so einen Vier-Schuss-Kandidaten wieder. Das kann ja nicht sein. Jetzt sind wir fast tot, ey. Du darfst sterben, Junge. Oh, Painkiller. Und gleich speichern. Oh, hier ist ein Munitionslager irgendwo. Axt irgendwas machen? Nein. Schade. Hä? Sind wir den Raum, wo wir drin sind? Nein. Nee. Ja, ja, ist ja wieder gut. Was anderes. Ja. Sehr schön. Und nochmal Painkiller. Oh yeah. Diegel Muni on Mass. Naja gut, nicht on Mass, aber schon ein bisschen was. Sehr nice, würde ich sagen. Ach komm schon, nee, das. Ich wollte gerade speichern. Jetzt haben wir die Kasse kaputt gemacht. Das ist ein riesen Loch in der Kasse. Fällt das ganze Geld raus. Nein, 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 nein. Die machen nur Blödsinn hier. Ah, schade. Oh. Kapitel 3. Bei Ratten und öligem Wasser. Da kommst du nur angerannt, Junge. So, Schluss mit lustig hier. Oh, hier kommt sie doch aus jeder Ecke geschissen sei. Ich kann's doch riechen. Den Diegelmuni, das gefällt mir. So, jetzt sind wir durch so enge Gänge. Oh Mann. Ach komm, komm schon. Ah, ich hab's gewusst, dass genau so was jetzt passiert. Ach, er schmeißt das Ding, okay. Ja, schmeiß ruhig.
Max, du musst nochmal auf dem Schießstand hier. Das ist so nicht gut, was du veranstaltest. Ah, ja, 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 komm schon. Ah. Habe ich noch nicht gesehen, der das Ding geschmissen hat. Irgendwo. Ah, falsche Knarre in der Hand. Nein! Ja, genau. Genau, Max. Genau. Das üben wir jetzt nochmal. Schon. Na, die Granate trifft trotzdem voll. Ist ja noch einer. Den haben wir schon. Nachladen. Ja. Oder in Gramm brauchen wir immer eine Menge Muni. Gibt da noch eine? Frage ist bloß welche Seite. Nein? Ah. Fehler. Programmierfehler. Das ist 100 Pro, soll der einer kommen. Oh mein Gott. So, sind zu. Und so wie wir oben sind, kommen die nächsten. Ja. Ach, Max, 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 Max. Das müssen wir unbedingt nochmal üben, mein Junge. Nee, nee, da gehen wir nochmal üben. Das gehen wir echt nochmal üben, ja. An der Kiste kommen wir nicht vorbei. Da liegt ein Painkiller. Bezweifle, dass ich auch. Warte, warte. Speichern. Oder? Kann ich nicht hier hochlaufen? Okay, laden. Komm, 100 Pro kommen wir da drauf. Frage ist nur, wie. Und da vielleicht. Oh. Oh, was haben meine Äuglein da erblickt? Schmerzmittel. So, Spiel gespeichert. Jawohl. Und nochmal Schmerzmittel und Diegelmuni. Diegelmuni ist sehr geil. So, speichern. Ich glaube, wir brauchen das Scharfschützengewehr. Aber ich trinke erstmal einen Schluck. Speichern und Schluck trinken. Oh Mann. Ne, muss noch eine Flasche hier. Nochmal.
Ich kann leider in diesem Spiel mein Mikrofon nicht ausschalten. Es geht leider nicht. Warum auch immer. Aber die Aufnahme ist in Ordnung. Also. Aber mit der vorherigen Aufnahme mal schon mal reingeschaut. Noch nicht geschnitten, noch nicht gerendert. Aber ich denke, das passt so. So. Geht auch schon wieder fast eine Stunde ja die Aufnahme, aber ist egal. So. Ja, hier liegt auch Munition für Snipergewehr, also wenn man das auf jeden Fall. Ah, wir müssen ja wieder steuern, wo wir lang wollen. Ah, das nervt mich jetzt schon. Es hat noch nicht mal angefangen, es nervt mich schon. Oh mein Gott. Und Hit. Und Hit. Jetzt kommen wir erstmal hier lang. Den dort haben wir schon. Jawohl. Und weg mit dir, mein Freund. So, was hast du hier denn Schönes? Wir speichern mal hier. Ist ja gleich runterplumpst wie so Stein. Ja, das aber nicht reingeschmissen, oder? Ah ne, das sind Kugeln, die hier einschlagen. Ich dachte schon, dass er jetzt wirklich hier reintrifft. Hey, Kollege! Oh, tschüss! Egal. Nicht so schlimm. Speichern? Hier irgendwas? Nein. So, bauen wir mal eins vor. Da hätte man gar nicht weiterfahren können, da liegt nämlich ein Container. Sehe ich gerade so. Gesehen. Oh, das Spiel ist sehr laut, ne? Dann mal speichern, wenn wir dabei sind. Dann einfach bei mir ein bisschen lauter machen. Noch ein paar Painkiller, aber ich wette mit dir, sobald wir drauf sind, kommen wieder ein paar Gegner. Sollten wir aber hinkriegen, ja? Ja, da sind sie doch schon. Hallo. Hallo. Oh, war's das schon? So, speichern wir nochmal. Und fahren wir dann in die Richtung. So, was haben wir hier vor? Mal warten, bis es steht. Hier hätte ich mit welchem gerechnet. Hier oben. Ein Container. Thank you.
Dann 100 pro gleich von der Seite welche kommen. Kollege, man schießt nicht auf fremde Leute. Mach ich da auch nicht. Stell mich nur auch vor. Hallo, ich bin der Max. Ich erschieße dich jetzt. Ne? Haben wir die Munition ein? Egal. Speichern. So, Sporte. Max, komm. Danke. Oh, jetzt muss ich was ausprobieren. Speichern. Ah, schade. Schafft man nicht. Oder? Na naja, gut, egal. Ich dachte, man kann es vielleicht alleine weiterfahren lassen. Ja. Ja, mach das Brett nicht zu hier. Ach, wo seid? Treffen die denn so, ey? Einmal der Pumpe von sonst wo, ey. Ey, du darfst umfallen, Junge. Ja, verpasst mir natürlich noch eine, ey. Unglaublich. Oh mein Gott, ey. Dann gibt's wieder ein bisschen was. Ein Legal Money, sehr schön. Oh mein Gott. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich habe ein Stück gespeichert, keine Ahnung. Painkiller, sehr nice. So, was hast du? Schrotflinte. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Waffen, die die fallen lassen, nicht zu dem passen, mit dem sie auf uns schießen. Manchmal kommt mir das so vor, als würden die mit der Diegel schießen, aber lassen Baretta fallen. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt überlebt hat, ist mein Kollege. Speichern. Schade, ich dachte, wir können jetzt hier runter. Vielleicht einen anderen Weg nehmen. Na gut. Bestimmt gleich jemand durch die Tür. Ja, genau, geht klar, mein Kollege. Ist es Tür? Weiß schon. Jetzt ist die Tür offen, okay. Da kommt natürlich gleich so ein Affe rausgerannt, ey. Ich habe Boris dein Schiff gefunden. Hier unten war noch eine Tür. Wo man da denn hin? Die ist auf jeden Fall zu, okay. Aber ich hab da eine Idee. Ich hab da echt eine Idee, ne? Mag's kaum glauben, aber ich hab eine Idee.
Jedenfalls schön Muni. Der Rumpf des Frachtdampfers war schon lange vom Rost zerfressen. Boris Dine würde an Bord sein. Die halbe Mannschaft würde verhindern wollen, dass ich mich auch nur der Landungsbrücke näherte. Die Waffen lagerten wahrscheinlich im Frachtraum bei Ratten und öligem Wasser. Ich werde gleich nochmal laden. Die muss ich laden. Oh, schönes Spiel. Das ist die Speicher. Ich lade nicht, ich speichere. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind jetzt draußen und die Tür geht nicht mehr auf. Hätte ich jetzt echt gedacht, weil das sah aus wie so typischer. Ach komm, wer wo denn? Ah, nö. Die haben mich da 100 Pro noch gar nicht gesehen. Ist jetzt bloß getriggert worden. Das heißt, wir warten jetzt auf den hübschen Kollegen hier. So. Aufpassen, dass wenn wir jetzt hier ein bisschen rumspielen, dass dann nicht gleich der nächste kommt. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Schöne Sniper-Munition. Falsche Treppe, oder? Ja, doch. Ja, ich wollte rennen, Entschuldigung. Diana? Unten auch nicht. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht ein bisschen snipern können. Schön durchs Fenster. 6. Nehmen wir bloß ein? Den will ich so gar nicht vorstellen. Wirklich? Plus ein Gegner? Schade, ich dachte, wir können ein paar mehr erledigen. Na gut. Oh, wo war das denn? So wollte ich das. So, bauen wir ja noch was. Zack, zack, nein. Zack, nein. Ein paar... Painkiller wären cool. Aber ansonsten sind wir eigentlich gut ausgestattet, würde ich sagen. Gehen erstmal hinter, gucken, ob wir noch was sehen. Ich hätte ehrlich gesagt ein größeres Schiff erwartet. Muss ich jetzt mal so zugeben. Was, verdammt. Ich hab das Gesicht geschossen. Ich weiß, es ist unhöflich, aber das ist mir egal. Ne? Kollege. Nicht mit dem Kran spielen? Ne, nur kein Haken dran. Er ist auf zum Thema Mühe gegeben in alten Spielen, da fehlt ein Haken. Ist jetzt nicht so wild, ne? Aber fällt schon ein bisschen auf. Ja, komm. Drecksknarre jedes Mal. Habe ich auch. Ich glaube, da haben wir. Ah, der trifft mich. Ja, komm. Er fällt einfach nicht um, ey. Oh, wie ich es hasse. Was jetzt davon? Mir gezeigt hast, dass ich hier durchschießen kann. Okay.
Hier bricht gleich die Hölle los. Ja, komm, jag dich selber in die Luft. Mir egal. Gehen erstmal ans Telefon. Wo ist das Telefon? Achso. Angelo Puccinello hier. Angie, sag mir, wie viel hat Dime dich gekostet? Ich wette, es war mehr als nur ein Dime. Max Payne? Vielleicht der erste ein Volltreffer. Du bist tot, du Ratte! Bist du sicher, dass du mich hier nicht mit Boris verwechselst? Aber du hast natürlich recht. Wir sollten uns bald mal treffen und uns unterhalten. Du Verdammter! Puccinello zu ärgern war ein gefährliches Spiel, aber wenn Menschen sauer werden, machen sie Fehler. Ich sollte das wissen. Ich wollte, dass Puccinello so sauer wurde, dass er über seine eigenen Füße stolpern würde. Nach Möglichkeit direkt in ein frisches Grab. Okay. Ah, ja, nein, ihr müsst nicht umfallen, ey. Das ist doch zum Kotzen. Zwei Türen. Sag dem Teufel, Dime hat dich geschickt. Kann ich hängen, Junge. Ach, stirb. Wirklich? Ist das sein Scheiß Ernst? Oh mein Gott, ey. Oh. Scheiße. Oh, wir haben wieder ewig nicht gespeichert. Ja. Diesmal fällt er beim ersten Schuss um, oder was? So, auf den Kollegen hier oben. Ah, oh, jetzt trifft der mich wieder. Oh ne. Wir kriegen einen Haufen Painkiller hier. Na, stoppen wir mal zuerst die Animation und dann speichern wir. Angie, sag mir, wie viel hat dein dich. Ja, ja, haben wir schon gesehen. So, was nehmen wir da? Action. Speicher nicht vergessen. Jagst du ja eh selber in die Luft. Oder auch nicht. Die Kollegen in die Luft gejagt? Nein. Mal kurz nachladen, liebe Leute. Jetzt kommen wir, glaube ich, die Doppelten. So, wir sind vor uns nach rechts, dann gucken wir mal links. Ja, okay. Der tot? Wieder steht dort.
Ach, er stirbt nicht. Das ist wieder so ein Boss-Fight, so zwischen Boss-Ding. Ja, so eine Art Zwischenboss. Oh, hat uns jetzt ordentlich Painkiller gekostet. Shit. Kriegen wir noch einen neuen. Speichern erstmal. Kong Whisky. Make you go ape. Das heißt also, wenn man Kong-Whisky säuft, wird man zum Affen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt will, ne? Du weißt dich teuer zu verkaufen. Jeder, der etwas anderes behauptet, nennt mich einen Lügner. Hier ist Vladimir. Nimm so viel Waffen und Munition, wie du brauchst. Du setzt mich später auf der Brücke. Das kann nur übelst in die Hose gehen hier. Aber richtig übel. Ich glaube, bricht gleich die Hölle los auf dem Rückweg. Hast du alles, was du brauchst? Denke schon. Ich stehe in deiner Schuld. Wenn du etwas brauchst, das ist mein Solo. Wenn ich mit Punchinello fertig bin, stell dir für niemanden mehr ein. Klar wie Wodka. Aber solltest du Reimer in der Klemme sitzen, pfeif einfach. Das ist vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Dir geht bei diesem ganzen Gangsterkram wirklich einer ab, oder?